Jo, dann schauen wir mal zu Charlies Comics rein. Oh, stimmt ja. Der ist zu. Ich brech die Tür nicht auf. Charlie ist auf der Cypherkon und hat den Ring sicher bei sich. Hatte ich ganz vergessen. Da waren wir ja schon. Sehr gut. Da habe ich gleich eine andere Idee. Mit diesem neuen Part von Vennels. Oh nee. Sprechen kann ich schon jetzt nicht mehr. Das sind ja hervorragende Voraussetzungen zu Vennels Wohnung. Da wollen wir hin. Da denke ich, gibt es noch eine Option, die wir noch nicht ausprobiert haben. Ich versuch's mal bei Mortimer. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Oder auch nicht. Da meldet sich eh keiner. Mortimer ist nicht da. Das scheint nicht so gut zu sein. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Mhm. Der kann's partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Der ist wahrscheinlich auf der Fantasy-Science-Fiction-Dingens vom Fenster. Von hier kann man die Straße sehen. Ja, okay. War ja ein Versuch wert. Auf der Feuertreppe. Vielleicht gibt's da ja Neues. Hier waren wir an diesem Tag noch gar nicht. Oh. Sie hat ein... Ich trau mich nicht, sie anzufassen. Was, Ding. Wenn sie nur ein Geist ist? Guten Morgen, Mrs. Grozer. Sie sehen heute aber umwerfend aus. Haben Sie was mit Ihren Haaren gemacht? Gefällt mir. Kaum zu glauben, dass Sie nicht in Kosmetikwerbespots auftreten mit so einer gesunden Hautfarbe. Okay, naja, bis dann. Okay. Mrs. Grozer scheint ja total fasziniert von meinem Abenteuer. Die blinzelt nicht mal. Du, ich glaub, die ist tot. Wenn die sich nicht ab und zu mal bewegen würde, um was anderes in die Hand zu nehmen, würde ich dann sagen, die ist tot. Aber ja. Wart kurz. Hier, in der Schublade, vielleicht können wir das gebrauchen. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Es könnte dir helfen, dass du auf die Comic-Con kommst, also auf die Convention, auf die Sci-Fi-Convention. Ja. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Der Aufzug ist nur noch außer Kontrolle. Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Außerdem macht mir das Ding Gänsehaut. Der Traubensaft, der hier aus der Fahrstuhltür quillt. Tja, tote Tauben. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Also vergiss es. Ja. Das sind Tauben, keine Papageien. Und selbst wenn's welche wären, könnten die mir wohl nichts Nützliches erzählen. Ich sollte wohl Schuldgefühle haben, schätze ich. Scheinbar nicht. Es muss einen besseren Weg nach unten. Ich kann doch nicht einfach mit allem... Die Feuertreppe. Die Feuertreppe, über die wir noch irgendwann mal fliegen werden. Ich weiß es doch. Vielleicht kann uns der Penner in der Seitenstraße irgendwas Neues sagen. Nee, so langsam macht er mir echt Angst. Okay, mit dem haben wir schon geredet. Tja. Was nun? Das Loch ist schon eine ganze Weile zu. Der einzige Laden, wo man die ungekürzte Fassung von Mary Poppins gekriegt hat. Echt hardcore. Tja, also... Nichts für mich. Dann fehlt mir gerade etwas ein. Wir könnten doch dorthin gehen. Die Konsole, können wir die mitnehmen? Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Hälfte... Ja, okay. Hier,
zu Emerson Express. Da waren wir lange nicht mehr. Da könnten wir doch jetzt mal vorbeischauen und mal den Typen den Unterwäschekatalog geben. Hey, Moin. Wie geht's meinem Lieblingsboss? Sieh an, du hast ganz schön Eier hier wieder aufzutauchen. Ich an deiner Stelle hätte das nicht gemacht. Der übliche Dialog. Wissen Sie, ich mag's hier einfach. Klimaanlage, kalte Getränke, was zum Lesen. Und ein äußerst mies gelaunter Boss. Echt? Wo? Ich red nicht lange drum rum. Das Loch ist dieses schon drin. Paket hier muss so schnell es geht zur Sci-Fi-Convention. Aber um nichts in der Welt würde ich es dir anvertrauen. Sie, Sir, sind gefeuert! Was? Aber ich bin der Mitarbeiter des Monats! Ja, wir brauchen ich das Paket. Sagte dir schon, das Alphabet so, rückwärts rülpsen macht dich nicht zum Mitarbeiter des Monats! Tja, die Dinge lägen anders, wenn wir hier in Irland wären. Wie auch immer, hau einfach ab! Ich will dich nie wiedersehen! Die Alternative wäre, dass ich dich mit bloßen Händen erwürge. Aber dich zu feuern ist immer noch einfacher, wenn auch nicht so befriedigend. Ach, kommen Sie schon, das meinen Sie nicht so. Wir sind wie zwei Erbsen aus demselben Glas, wie ein TV-Comedy-Duo. Wir sind unzertrennlich. Was würden Sie ohne mich machen? Naja, ich würde nicht die ganze Nacht wach liegen und mir Sorgen machen, dass mein Lager brennt. Mal wieder. Ich habe niemals das Lager in Brand gesteckt. Hicks! Oh, habe ich etwa das Lager angezündet? Wow. Sieht aus, als hätte dieses Paralleluniversum das Original mal wieder übertroffen. Moment, so funktioniert das gar nicht. Egal. Hau verdammt doch mal ab, du bist gefeuert! Warum glauben Sie, dass Sie mich feuern können? Drohst du mir? Meinst du wirklich, dass das klug ist? Was habe ich Ihnen denn je getan? Du Arschloch! Was ist mit meinem Super-Zuckerschnecke-Katalog? Das war mein wertvollster Besitz! Das wusstest du genau! Du meinst den meine hier? Ehe ist wegen diesem verdammten Katalog zur Hölle gegangen! Und jetzt hast du ihn auf dem Gewissen! Also, nein. Eigentlich... Ich will's nicht hören! Eigentlich hab ich raus hier! Hier, ich hab hier einen Super-Zuckerschnecke-Katalog für dich. Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Ja. Was zur... Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke, Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh! Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste da was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Oh. Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner, ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Das werden wir bestimmt vergessen. Wir haben ein Paket und einen Lieferschein und sind wieder eingestellt. Angestellt bei Emerson Express. Und ja, wir haben bestimmt jetzt das Leben von dem Comic-Verkäufer versaut. Da bin ich mir mal sicher. Los. Warum sollte ich die Poster mitnehmen? Na gut. Zurück auf die Straße. Ich kann das Zug immer noch nicht durch. Wieso? Wir haben doch gerade unseren Job wieder. Dann ab zur Sci-Fi-Convention. Da kommen wir jetzt an diesem
verdammten Murray ziemlich gut vorbei. Und wir haben nämlich ein Päckchen. Hallo, Murray. Hallo nochmal, Murray. Ah, Mann. Was jetzt noch? Bauskratz. Tja, Im Ernst, ich muss da rein. Hast du einen Ausweis oder nicht? Moment, ich muss hier irgendwo sowas haben. Verzeihung. Ich habe hier ein Päckchen. Wenn du hier bist, um etwas anzuliefern, bräuchte ich sowas wie einen Lieferschein. Den habe ich doch parat. Hier, den Lieferschein. Hier, ich muss dieses Päckchen abliefern. Hier ist der Schein. Das beweist noch gar nichts. Die Adresse hast du doch sicher selbst geschrieben. Könnte sein, zugegeben, aber so war's nicht. Sie sind sehr misstrauisch, Murray. Wenn komm, das mit Murray, uns beiden je was werden soll, müssen Sie mir schon vertrauen. Ich kenne dich nicht mal. Oh, das reicht jetzt aber. Können Sie lesen? Haben Sie das in der Schule gelernt? Dann lesen Sie das hier. Na, du arbeitest also für Emerson Express. Okay, sieht alles in Ordnung aus. Dann mal rein mit dir. Oder auf Zeit. Gott, ich hätte mich schon vor Stunden einfach reinschleichen können, aber ich plaudere einfach so gern mit Ihnen. Komm schon, geh einfach rein. Ich will ja. Oh, und da wären wir. Auf der. Ja, Sci-Fi-Con. Stil von einem Nerd. Er war ein irren Nerd. Ein Anti-Establishment-Nerd. Mortimer. Super-Nerd. Nerd-Dog-Verkäufer. Und Merle. Ah, okay. Und hinter uns steht ein stiller Nerd. Dann reden wir jetzt erstmal mit dem stillen Nerd. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Eine Handel von den Nerds. Alles klar. Naja, bis auf. Naja, ich weiß nicht, ob das so unbedingt die direkten Nerds sind, aber reden wir mal mit ihnen. Hey, hey! Ah, wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Ich hatte auch Krabbensaft, aber der ist alle. Ach, ich weiß. Alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann. Man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Mit Merl reden. Hier war doch irgendwo ein Pfeil. Oh, Zurückseite. Da gibt's noch mehr zu sehen. Alles klar. Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärger nicht schon genug wäre. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla, bla. Ja, außer ich hab einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Aber heute musste ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Ja, wir haben ja ein Paket auszuliefern, aber ja, erstmal schauen wir uns hier auf der Convention um. Und dann gucken wir mal weiter. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und all der Kram. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury-Cola zu trinken. Und wenn ich Mercury-Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert.
Ja, dann werde ich mal weiter. Ich werde mal weiter. Gut für dich. Oder ich biete dir hier eine Minifigur zum Verkauf an. Willst du kaufen? Hast du Interesse an dieser Figur? Nicht im geringsten. Hau ab mit dem Müll. Tja, hätte ja sein können. Und anderen Merch haben wir auch nicht mit dabei. Tja. Die wollte er ja nicht. Das Naserschwert können wir ja wohl nicht verschenken. Oh, ich rede nicht. Ja. Aber du kannst sie vielleicht. Ist wohl nicht nötig. Tja. Wow. Der macht keine großen Worte. Ja, aber der hier macht große Worte. Ein massiver Metallriese. Tja. Ja, klar. Jetzt kannst du ja mal versuchen. Ich glaube nicht, dass er mir antwortet. Wo wir gerade schon hier sind. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Das muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Und das muss jetzt unbedingt sein. Du würdest ihm auch gerne eine reinhauen, stimmt's? Was hat Travis mit Sci-Fi zu tun? Dann vielleicht mit ihm. Oh, ich rede nie. Ja, ich weiß, du redest nicht gerne. Lieber nicht. Oh, ein richtig harter Kerl, jawohl. Aber mit ihm redest du bestimmt, er ist doch genauso. Ich bin sicher, der schläft sogar in dem Aufzug. Kann sein. Oh, ich. Ja, klar. Kuchen. Kein Hunger. Die Kuchen kenne ich doch von irgendwoher. Der Kuchen ist eine Lüge. Mir ist gerade nicht nach Schokolade. Ja, gut. Ein Schild. Das Schild nehme ich nicht mit. Hätte sein können. Mit dem Supernerd reden. Oh, ich rede nie. Ach ja, gut. Aber mit Mortimer kannst du reden, ne? Ich glaube, das ist Mortimer. Das ist Chewbacca aus Star Wars. Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach so aus? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Wir haben also einen Rookie als Zimmerkameraden. Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. Und wir verstehen ihn scheinbar. Schön zu sehen, dass du mal unter deine Leute kommst. Spannende Dialoge. Hat keinen Sinn. Oh, jetzt können wir die ganzen anderen Dialoge nicht aus. Ihn erwürgen? Nein. Lauschen wir lieber seiner schönen Stimme. Ach, schade. Dann vielleicht auf die Rückseite. Da gibt's noch mehr zu entdecken. Oh. Hey Randall, komm mal her. Was treibt dich denn her? Sollte ich dich nicht umlegen, wenn ich dich je auf einer dieser Conventions sehe? Nein, das war Matt und der ist schon tot. Also. Was ist mit deinem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Hast du ihn dir abgeschnitten? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Grabrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken Stick. Oh, echt? Ja. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Joa. Wie viel für den hässlichen Ring? Mehr als du dir leisten kannst. Das weißt du gar nicht. Randall, stimmt, ja, wir müssen ihm noch den Ring abholen. Und glaub mir, der Ring ist weit über deiner Kragenweite. Ich könnte dasselbe über dich und die Schauspielerin von Super Zuckerschnecke sagen. Tiefschlag, Alter, Tiefschlag. Weiß ich, aber egal, ich bin nicht hier, um über deine Gefühle zu reden. Ich bin geschäftlich hier, also raus damit. Wie viel für den blöden Ring? Eine Menge, Randall. Wir reden hier von einer astronomischen Summe. So groß, dass du nicht mal...
und sein letztes bisschen Geld. Entschuldige, Charlie. Was sagtest du? Wie viel hast du da? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab mit zu viel Geld angefangen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe dir das ganze Bündel für den Ring. So einfach ist das nicht. Dieser Ring ist vielleicht der wertvollste Gegenstand der ganzen Convention. Ich kann ihn nicht einfach dem erstbesten Typen geben, der mit Bündel Geld rumwedelt. Oh, Charlie, bitte. Ich flehe dich an und du weißt, wie sehr ich flehen hasse. Ich muss diesen Ring kaufen. Es ist sehr wichtig. Ach, armer Randall. Du benimmst dich ja, als wenn sonst die Welt untergeht. Ich weiß nicht, was das ich sagen soll. Sie vielleicht. Du kannst losgehen und noch mehr Kohle auftreiben, oder? Überraschen. Ah, ich könnte dich auf so viele Arten überraschen, aber dann würden die Leute die Cops rufen. Außerdem, wo soll ich denn noch mehr Geld herbekommen? Ich weiß, ich benutze den Namen manchmal, aber ich bin nicht Donald Trump. Es gibt viele Wege, schnell an Geld zu kommen. Du kannst auf den Strich gehen, was klauen, deinen Körper für medizinische Experimente anbieten. Mach, was du willst. Sieh mal. Wir kennen uns nun schon seit Jahren und auch wenn da wissen wir schon, was wir in den nächsten Tag tun werden. Ich würde dir den Ring gerne überlassen. Es ist offensichtlich, dass du verzweifelt bist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Ich verstehe ja selber nicht, warum ich das alles mache. Ist ein schmutziger Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Pass auf, wir machen das so. Besorg mir Geld und der Ring gehört dir. Ich verspreche, ich werde ihn nicht verkaufen, bis du mehr Asche aufgetrieben hast. Wenn du bis Sonnenuntergang nicht hier bist und ich ein gutes Angebot bekomme, muss ich ihn verkaufen. Deal? Deal. Warte einfach hier. Ich besorg mehr Geld. Und wenn ich dafür Nonnen ausrauben muss. Nonnen ausrauben. Da wissen wir, was als nächstes tun in diesem Spiel. Alles, was gerade so richtig gesagt wurde. Ich hab dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Oh, ja. Naja. Ich war da. Meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein, er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Okay. Die Welt braucht einen Captain Red. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Ja, sie arbeiten zusammen. Was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke als Frau ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem, selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser. Aber Captain Red... Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber das ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Nee. Das soll normal sein? Nee. Captain Red ist auf seinem Zenit. Das ist nicht der Fall. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer. Moose Man? Du meinst den Typen, der Schokomus aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbaren Klauen. Oha, ja. Würde die nie vergessen. Ja. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war er ein Loser. Er war nicht so begabt wie der Rest, er war schwach für sein Alter. Und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen.
Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut, Abzeichen und so. Oh mein Gott! Was für ein großer, fetter Loser! Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Angespornt durch die Uniform trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin. So war die ganze Geschichte von dem. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, doch der Superheld, der uns da so ein bisschen aussah wie ein gewisser. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot. Er nimmt Super nach, er nimmt nur sein Hut blieb verschont. Der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend. Dann packten sie ihn ein altes Fass für radioaktiven Müll, das sie prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, ich brauche das ein bisschen aus dieser Erzählung, bestimmt irgendwann später noch. Aber ja, wie wenn der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Strecke schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red, Ausgabe 1? Keine Chance. Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Dann würde ich mal sagen... Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ja, ich weiß, es sind nicht viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weich zu machen. Große Worte. Glaubst du wirklich? Heilige Scheiße, großer Gott! Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Natürlich. Ich habe sie aus einer Legierung gefertigt, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Hey, das gefällt mir. Ja, gut, haben wir uns ein bisschen mit dem Charlie hier gibt's ein paar echte Raritäten, aber die interessieren mich nicht mehr. Ich habe jetzt ein echtes Leben. Tja, hübsch sieht's hier aus. Fast wie auf der Comic-Con, fast wie auf der Gamescom. Wahrscheinlich auch auf der Comic-Con. Ein Notausgang, den werden wir bestimmt gleich brauchen. Eine Latrine. Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Ja. Ich will nicht mit einem Objekt reden. Weil mit einem. Da sind sicher ganz tolle Sachen drin. Aber ich will es nicht riskieren. Ein bisschen die Latrine putzen. Der Ring, den müssen wir irgendwie bekommen. Den kann ich nicht einfach so nehmen. Charlie würde mir mit seinen verdammten Klauen die Finger amputieren. Ach was. Einfach drauf. Bald, mein Kleiner. Bald. Einfach draufstürzen, mitnehmen. Das ist mein verdammter Ring. Den muss ich unbedingt wieder haben. Posterclown. Da drüben ist Captain Red. Der mit dem roten Anzug und der blauen Sag Kappe. Ich doch. Der so ein bisschen wie ein gewisser Diktator aussieht. Radioactive Paintball Gun. Nehmen wir mit. Kann man ja bestimmt irgendwo viel noch gebrauchen. Nehmen wir uns noch eins. Lieber nicht. Na gut, Middle Space Note können Was wir noch. Stimmt bloß mit diesen Leuten nicht. Das fragt man sich des Öfteren. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus, das muss. Ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf hat schon manchem geholfen. Aber bei den Typen ist Hopf und Malz verloren. Vielleicht zücken wir einfach unser Laserschwert und machen einen kleinen Kampf. Vergiss es! Hätte ja klappen können.
Eier? Die nehme ich nicht mit. Könnte gefährlich sein. Aha. Alien-Eier. Ich hoffe, die sind nur Deko. Alien-Eier. Ach so, die großen Drohnen. Hallo, ihr Eier. Tja, gegen Darth Vader können wir ja heute nicht kämpfen. Schade auch. Ich nehme das Scheißschild. Das Scheißschild. Ich glaube nicht, dass ich mit einem... Der Notausgang. Ja, und wem sollen wir jetzt das Paket überreichen? Das ist die große Frage. Dir vielleicht? Nein, das ist für jemand anders. Ja, für dich vielleicht? Nein, das ist... Vielleicht ist es ja für einen, der dort in der Haupthalle rumhängt. Für Nerven vielleicht. Nein, das ist für jemand anders. Ja, gut, Nein. Dann nicht, für den großen Roboter. Nee. Schade. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Das wird nicht klappen. Das Paket einfach mal anzünden. Lieber nicht. Tja, für dich? Nein, das ist... Haben wir das mit dem Hotdog-Verkäufer schon probiert? Nein. Es ist für jemand anderen. Nein. Es ist für jemand anderen, für den... Nein, das ist für jemand... Für jemand anderen. Nein. Dann ist das Paket wohl für den lieben Mortimer. Nein, das ist für... Aber für wen? Für wen könnte dieses Paket denn gedacht sein? Ich weiß es nicht. Nein, es ist für jemand anders. Ja, aber wer ist jemand anders? Nee. Tja, Gabel. Und das muss ich doch nicht aufgabeln. Doch, musst du. Tja, und nun? Sind wir hier auf der Convention gefangen? Na supi. Wollten wir die ganze Zeit hier drauf kommen? Und ja, was nun? Jetzt haben wir niemanden, für den dieses Päckchen, dieses Paket gedacht wäre. Tja.